Episode 9, ja, von Fullpipe. Ich bin der Nils von der Nerd Area. Der Chris sitzt neben mir und wir sind in heißer Erwartung, ob wir das Spiel jetzt bald mal durch haben. Jawohl. Ich habe das Gefühl, das ist bald so. Da gibt's bunten Scheiß. Und hier ist wieder so ein Plus-Minus-Typ. Viele Leute in dieser Kanalisation haben ein sehr trauriges Leben. Aber er zwinkert uns immer zu, von daher ist das eigentlich ganz cool. Was kann ich damit mal probieren? Aber das gefällt mir eigentlich. Bunte Kacke da rauskommt. Geh da runter. Boah. Sag mal, geht's dir eigentlich auch so, dass das ganz schön linear wird jetzt? Ah, weil wir haben nicht mehr so viel Backtracking, oder? Ja, definitiv. Wow. Wollen wir ihm was anbieten? Ja, eine Windsocke. So? Nee, geht nicht. Ja, ist auch geil. Oh, ist alles so geil. Und ich sagte, hier passt wieder unser 88. Hier passt unser Kurbeldings rein. Ja, normal. Klasse funktioniert. Ich glaube, das Ding wackelt dann. Was? Könntest du dieses Ding werfen? Ich sag dir, wie das ist. Wir müssen das Ende hier nehmen, darum wickeln. Ah, was kann denn er mal hier brauchen? Das sind ganz frech. Ein Fahrstuhl, aber Fahrstuhl wieder? Weg. Weg. Wollen wir weiter gucken? Ja. Nein, halt, nein! Der heiße Draht. Nein, ey. Ah, lass mal gucken. Sag nicht, wir müssen den Becher wiederholen von den Kindern. Aber ich will das nicht alles einzeln einstellen, sag mal. Haben die einen Knall? Hammer. Ja, ja, ja. Bin dabei. Das war die Lösung aller Probleme. Ich würde ja einfach behaupten, nö, genau. Ja, geil, Spiel durch. Das war's mit Fullpipe. Ja, wir haben es geschafft. Einige zeigen nach rechts, einige nach unten. Kannst du direkt auf diese roten Dinger klicken? Ja, ja. Aber was haben die... Wo kommt das her? So, das kommt ja raus. Geht hier hoch. Oh, fuck you. Alle müssen in einer Richtung sein. Ja, meinst du? Hm, dann schon. Willst du mich verarschen? Und die bewegen sich auch von alleine. Jetzt zeigen alle in eine Richtung. Wirklich? Jo, aber warum soll das so sein? Ich dachte, wir brauchen den Becher von den Kindern. Welchen dämlichen Kindern meinst du? Haben wir denen die Becher nicht auf den Fuß gesteckt?
Warte mal, was war denn hier? Ne, ist nicht herleitbar, woher das kommt. Obwohl, warte mal. Hier gehen. Haufen Röhren runter und oben. 7 nach oben, wir sind 5. Nee. Ich sag, wir klauen hier den Becher wieder. Ach, von diesen Kindern, okay. Und vor allem kommt sie da jetzt mit Fahrstuhl hin. Ah, okay. Dann brauchst du die Bühne nicht mehr. Wollen wir das mal unserem Kumpel da anbieten? Von Nase? Ja. Vielleicht hat er eine Verwendung dafür. Und er ist so ganz freundlich, guck mal. Ich hau ihn an mit der Planke hier. Ja? Okay, mal. Halt, warte mal. Was ist das da? Mit der Leiter und so. Nichts. Ja, aber du kannst mir nicht erzählen, dass hier irgendwas für nichts ist. Typ mit Plus und Minus? Ach, verdammt. Ich würde hier das Teil ja gerne zerhauen. Das wackelt, wenn du drehst. 88, what? Ich schütte den Becher rein. Ja? Ja, ja. Wo geht er hin? Ganz nach oben. Kommst du einfach oben? Da war er nicht, oder? Hier hätte er dann rauskommen müssen. Einfach da rechts. Gibt's nicht. Einfach da rechts. Dann wieder beim Fahrstuhl. Fuck. Oder wir müssen warten. Jetzt haben wir ja wieder den Fallen, also irgendwas haben wir gerade nicht abgewartet, richtig? Okay, okay, warte mal. Müssen wir uns draufsetzen. Ich hab noch Geräusche. Ich muss mal die Linie. Was? Okay, und jetzt musst du irgendwie dieses Teil zum Drehen bringen. Wenn du da drauf sitzt. Ja. Ich bin so überfordert. Jetzt ist da nichts mehr drin. Ja, stimmt. Haben wir irgendwas gehabt, was für ihn hier interessant sein könnte? Können wir von bestechen können? Nee. Haben wir auch schon probiert, ja. Wir haben alles schon probiert. Okay, okay. Ich hole noch mal ein bisschen Wasser. Ich sehe unser Langzeitziel. Aber nicht gefährdet, dass wir jetzt noch schaffen, in dieser Episode das Spiel durchzuspielen.
Wozu sind diese roten Dinger da? Das bricht mich gerade an. Bestimmt nur Verwirrung. Ja, vielleicht. Den vollen Becher hast du auch schon im Boot, oder? Ich glaube ja. Guck mal, da kommt ein, zwei blau und ein orange. Nee, grün, orange und blau. Wie nach zweimal blau und einmal orange. Das hier hinten ist grün. Geht nicht. Ich bin eine Glocke. Irgendwas musst du mit diesem Hals machen. Versuch irgendwas mit diesem Hals zu machen. Ja, den kann ich gar nicht. Ich würde mal eins höher gehen. Und noch ein Föhr. Was ist da drüber? Der tropft wieder Scheiß durch. Und der wird unten getrennt. Guck, der ist da noch mehr drauf. Ja, ja. Ändere mal von Plus auf Minus. Ich glaube, wenn du auf den Typen reitest, kommst du in einen anderen Raum raus. Ich glaube auch. Nö, da war Freund Farnes. Farnius Ölig. Nimm mal den links raus, einfach die Kugel. Und nimm doch diesen blauen Weg. Ja, ja, ich weiß schon. Guck mal. Nee. Und das sieht auch ziemlich gut aus hier. Nee, ich sag, wir lassen den nochmal runterfahren und versuchen mal, ob wir vielleicht genau das Zeitfenster treffen müssen. In dem der expandiert? Ja, genau. Leiter machen vielleicht? Nee. Halt, oder? Kann sein. Hey, irgendwas muss das ja zu bedeuten haben, da hast du schon recht. Wir können hier aber auch nichts von benutzen. Dafür muss ich halt aber so eine andere Kombination machen. Meinst du? Machen wir mal so. Ist da was anderes passiert? Warum ist ja diese Zeichnung? Was hat das zu bedeuten? Wenn ich es erkennen würde. Kleines tatsächliches Männchen.
Boah, aber die Hitpoints sind auch ein bisschen. Ulfa? Motherfucker! So, jetzt probieren wir das mal. Also Becher rein und dann sofort draufsetzen. Oh. Ui. Ui. Schuh. Ich steht wieder 88. Ja, vielleicht. Also, man möchte nichts sagen, aber. Ich weiß nicht, wie die in Lettland ticken. Die! Allesamt. Hammer! Ja. Ich weiß schon. Ja, aber so wirklich. Jetzt wird er auch noch zum Vandalen hier. Jetzt springt er gleich da hoch und kommt nicht ran. Wäre ja geil, wenn wir jetzt so einen Tisch hätten. Mit der Kanne, da steht unten der Symbol drunter. Wir sind nach Wien. Das führt auch eine Etage, wenn ich das da richtig deute. Ja. Nämlich die 6. Oh, ich bin fett. Das ist wirklich ein bisschen dick. Er knickt den Kopf um. Mit ihm kann ich aber auch nicht machen. Mit 88 musst du irgendwas machen. Jetzt haben wir hier noch einen Schuh. Gab es irgendwo noch wen, der einen Schuh brauchte? Trauer und Wut. Aber damit haben wir uns auch nicht weit auseinandergesetzt, außer das. Genau, außerdem. Na, ich glaube, wobei ich muss nicht machen. Sobald ein fetter Typ irgendwo mit seinem Arsch feststeckt, kommt man nicht mehr. Was ist denn mit ihm hier? Ja, war nicht. Irgendwo ein Tropfen. Links davon waren diese Dingchen. Ja, da musst du wieder mit der Dings bauen, aber. Diese Muschelteile. Das hat nicht zu sagen, glaube ich. Diese ganzen Kammern, die hatten keine Bedeutung, oder? Nee. Echt nur Ablenkung. Irgendwo noch was vergessen. So, das ist natürlich der.
Das ist das Ende von der Frau, ne? Ja, kannst du da hochklettern? Jetzt, wo das Herz wirklich oben ist? Nee. Oh. Voll süß eigentlich. Ja. Geht nicht, schade. Trenne sie. Hm. Sie hat die Augen auf meinem Küssen. Fotze. Ich glaube, da geht's doch nicht weiter hoch. Also ich glaube, das ist da der End. Ja. Da auch. Sie hat den einen Schuh. Hm, probieren. Vielleicht macht sie irgendwas, wenn wir ihr noch einen Schuh geben. Nee, okay. Lord vielleicht auch nicht. Münze ihm geben? Kriegen wir vielleicht einen Apfel? Nee, oder nicht. Nee, ich glaube, den Teil haben wir echt souverän erledigt. Hier auch, hier auch, hier auch. Hier, das muss irgendwas mit lauten Haare zu tun haben. Ja. Kaugummi. Ich bin Kaugummi Lord. Links davon. Hier. Ach Mann. Ein frustriertes Stöhnen meinerseits. Ja. Ich bin ein bisschen enttäuscht von uns selbst. Nee, wir dürfen jetzt nur nicht aufgeben. Ja, und da drum. Was hat das mit dem Sack und dem Tisch auf sich? Ich hab keine Ahnung, was hat das. Dem Typen mit dem Besen vielleicht. Ach nein, das auch nicht. Den Hebel betätigen, was war das? Hier? Da ging oben die Luke auf, damit er küssen konnte. Gegangen. Soll ich mal hier dran ziehen? Ach ne, ich hab keinen Tisch. Ach guck mal, er macht doch auch was mit dem Schuh. Irgendwas müssen wir noch machen können. Ja, setz ihn mal falsch mal auf. Ja, die Glocke hat nicht funktioniert, die haben wir ihn ja weggenommen. Den will er auch nicht mehr. Ah! Schuh? Was? Was ist das für ein Bock? Wo kommt der her? Hier, der Fußballgott. Und der hat den Stuhl. Gut, dass alle in der Kanalisation dieselbe Schuhgröße haben. Wie, was war, bleh? Okay. Betätige den Ledger. Weich. Hm? Ja. Lever? Ach, keine Ahnung. Weich. Jetzt ist der. Hey, das musst du mit dem Monsterhaken machen können. Hm. Münze einwerfen? Nee, denn das hat was mit der Luke oben zu tun. Und jetzt den Hebel betätigen? Denn die Münze hatten wir ja schon mal eingeworfen, die kam nicht zurück. Und jetzt haben wir sie im Inventar plötzlich. Hm?
Was hat die Münze gemacht? Die hat eigentlich hier oben die Luke zugemacht, dachte ich. Nee. Jetzt hast du die Münze bestimmt wieder. Nee. Hau mal einen Hammer gegen. Halt, warte mal. Ich nehme die Bank mal, da war doch so ein Teil, was wir nicht erreichen konnten. Wo war irgendein Teil, was wir nicht erreichen konnten? Na, hier. Okay, hier hinten. Ja. Ach, verarschen. Ich hab klein. Ich habe keinen Plan. Vielleicht brauche ich einen Hocker. Ich denke, er ist einfach absolut sinnloser. Auch Ablenkung meinst du? Genau, guck mal da nach. Alles rechts. Ich die alle nach unten zeigen lasse? Die verändern sich ja auch von selbst. Da gibt's unten ein System dahinter. Ganz oben. Oder den macht ich nicht. Ich möchte nicht zu pessimistisch sein, aber ich glaube, das schaffen wir jetzt nicht mehr in der Episode. Nee, denke ich auch nicht. Und da war ich mich schon so auf die finale Sequenz gefreut. Ja, das stimmt, in dieser Episode schaffen wir das auch nicht. Deswegen machen wir jetzt Schluss. Und sehen uns in der nächsten Episode. Bis gleich.